Warum finden wir das Outfit von Julia so toll? Auf jeden Fall einen Blick werfen auf diese wunderbare Bogenverarbeitung im Ausschnitt und an den Ärmelabschlüssen vom Kleid. Um einen Ausschnitt mit dieser Bogenkante hinzubekommen, müssen insgesamt 5 Lagen Stoff verarbeitet werden. Da ist einmal der Oberstoff, der mit Futter verstutzt wird, damit man die Bogen erhält. Dann muss das Futter auch mit sich selbst, also nochmal im Streifen Futter verstutzt werden, denn auch hier brauche ich die Bögen. Und dazwischen wird der Tüll geschoben und das Ganze mit Hand ganz vorsichtig fixiert, dass es nicht auseinanderrutscht. Um das so exakt hinzukriegen, braucht man richtig, richtig Fingerspitzengefühl. Ich habe mir die Aufzeichnungen rausgesucht, was wir sonst noch so alles an dem Outfit toll fanden. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, einen Blick in das Innenfutter des Mantels zu werfen. Hier wurde eigens ein Futter angefertigt, ein Steppfutter, sprich eine Vateline mit einer Seide dupliert und dann frei mit Kreisen gesteppt. Finde ich einfach ganz bezaubernd, wenn man sich für sowas so viel Mühe gibt. Die Taschen sind technisch super gelungen. So sollen Taschen aussehen. Und zu kritisieren hatten wir dann tatsächlich lediglich so Dinge wie, man hätte noch mit ein bisschen mehr Liebe bügeln können. Aber wer weiß, vielleicht hängt es ja inzwischen glatt wie ein Kinderpopo auf der Puppe.